Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie man einen Shop in Roblox Studio erstellt. Das ist so ein Shop, in dem man halt Sachen für Robux kaufen kann und so weiter. Legen wir direkt los. So, da sind wir auch schon in meinem Tutorial-Spiel in Roblox Studio. So ein Shop-System lässt sich grob erstmal in ungefähr drei Teile aufteilen. Erstens das GUI, sprich der Shop, den der Spieler hier auf seinem Bildschirm sieht. Dann der Backend-Code, der den Shop und das GUI überhaupt funktionieren lässt. Und dann auch noch die wunderbaren Datenbankabfragen und Kaufhändler und so weiter. Wir fangen erstmal an mit dem GUI. Um ein GUI ins Spiel hinzuzufügen, also irgendwas, was Leute auf ihrem Bildschirm sehen, geht ihr in den Ordner Starter GUI hier rechts auf der Seite im Explorer rein. Alles, was im Starter GUI drin ist, wird jedem Spieler, wenn er dem Spiel beitritt, gezeigt. Ich habe hier jetzt eine Variable reingepackt, die könnt ihr ignorieren, die ist für später da. Wir klicken jetzt hier bei Starter GUI auf das Plus und geben dann ein Screen GUI. Das ist dann sozusagen ein GUI, das auf dem Bildschirm erscheint. Es gibt auch andere Arten von GUIs, zum Beispiel das hier ist ein Surface GUI, das halt auf einem Block drauf ist. So, in das Screen GUI fügt ihr nun einen Frame hinzu. Wunderbar. Jetzt haben wir hier einen Frame, den könnt ihr hinschieben, wo ihr wollt. Den könnt ihr auch eine Größe geben, wie ihr wollt. Nehmen wir einfach mal diese Größe hier. Und man kann richtig viele Sachen hier einstellen. Man kann die Hintergrundfarbe anpassen. Man kann die Transparenz einstellen. Und die stelle ich jetzt erstmal auf 1, weil ich will diese Hintergrundfarbe gar nicht sehen. Man kann eine Border hinzufügen. Ich mache die auf 0. Dann gibt es keinen Rand für dieses GUI. Und man kann es praktisch nicht sehen. Ihr seht, es ist unsichtbar. Beziehungsweise der Frame ist unsichtbar. Ich scrolle ein bisschen runter und jetzt kommt etwas, was ich an Roblox hasse. Und zwar GUIs. Im Allgemeinen, ich hasse GUIs in Roblox. Weil Roblox beharrt immer noch auf ein altes System, mit dem die damals angefangen haben, nachdem man hier halt Frames erstellt und den Frames dann alle möglichen Attribute gibt, die dann entscheiden, wie es aussieht, wo es steht und was nicht alles. Und das ist wirklich sehr umständlich. Man muss ganz viele Sachen immer und immer wieder neu machen, anstatt sie einfach einmal einzustellen, wie man zum Beispiel beim Webseiten erstellen macht oder wenn man irgendwelche Anwendungen programmiert, dann kann man auch, dann schreibt man eine Markup-Language und dazu eine Style-Language im Regelfall, heißt für Webseiten, HTML und CSS werden der Output. Hier müssen wir halt mit diesen Frames arbeiten. Ich werde erstmal mit euch zeigen, wie man das GUI aufbaut und danach face ich euch mit dem Problem. Wir können das nämlich ganz schnell fixen. Dieser Frame soll natürlich nach was aussehen. Deswegen habe ich hier diesen Wert gespeichert. Hier haben wir eine Roblox Asset ID. Könnt ihr gerne abschreiben, wenn ihr wollt. Das ist eine Grafik, die ich einfach mal schnell vorbereitet habe. Die nehme ich jetzt, gehe zum Frame hin, drücke bei dem Frame auf Plus, dann auf Image Label und dann haben wir ein Image hinzugefügt. Dieses Image Label kriegt als Border Size Pixel wieder 0 und Background Transparency wieder 1, weil ihr seht, man muss alles immer wieder doppelt machen. Wir scrollen jetzt hier runter bis zu dem Punkt Image und wählen dann hier ein anderes Image aus. Und zwar, ich gebe diese Asset ID ein, die ihr hier seht. Ihr könnt sie gerne abschreiben, wenn ihr wollt. Ihr könnt eure eigenen Bilder machen oder es ganz ohne Bilder machen. Stylt es, wie ihr wollt. Jetzt haben wir hier ein Image und ich gehe jetzt einfach mal auf Size. Mache hier das auf 0. Das hier mache ich auf 0. Das hier mache ich auf 1. Und das hier mache ich auf 1. Das bedeutet, dass das Image immer so groß ist wie der Frame außen drumherum. Man könnte es theoretisch noch ein bisschen größer machen, aber es ist jetzt einfach mal so, wie es ist. So, können wir ein bisschen scalen. So, jetzt haben wir einen wunderschönen Shop. Eine Sache füge ich jetzt noch hinzu und zwar, ich drücke hier nochmal auf das Plus. Und dann ein Image-Button. Ist genau das gleiche wie ein Image-Label, nur dass man es auch anklicken kann. Hier drücken wir wieder Border Size Pixel auf 0. Wieder die Background Transparency auf 1. Scrollen hier runter. Und ich habe hier noch einen zweiten Value drin. Den könnt ihr euch auch gerne kopieren. Das ist dann praktisch der Schließen-Knopf, den ich hier ausgesucht habe. Scrollen hier runter, gehen zu Image, pasten diese ID rein, drücken Enter. Und schon haben wir hier so ein X. Das X packe ich jetzt einfach mal hier hin, wo es hingehört. Mach es ein bisschen kleiner, schieb's ein bisschen nach oben rechts, dass es übersteht. So, jetzt haben wir schon mal ein grobes Shop-System aufgesetzt. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, ich spiele auf einem Handy. Dafür kann man hier oben rechts auf diese Handy- und Tablet-Symbole drücken. Und dann wird ein anderes Gerät emuliert. Hier oben könnt ihr auswählen, welches Gerät emuliert wird. Hier habe ich jetzt eine Xbox One. Bei der Xbox One sieht es so aus. Wir können aber auch sagen, auf einem iPad 2 hätte ich das gerne. Dann sieht es so aus. Auf einem iPhone 7? Was? Ist denn hier passiert? Auf einem iPhone 7 sieht der Shop auf einmal so aus. Das passt ja überhaupt nicht. Was ist, wenn Leute auf einem iPhone 4 spielen? Dann können sie gar nicht mehr das X drücken, um den Shop zu schließen. Einfach totaler Schwachsinn. Man muss bei Roblox mit sehr vielen Tricks arbeiten, damit die Sachen auf jedem Bildschirm die richtige Größe haben. Deswegen wähle ich jetzt hier oben wieder iPhone 4 aus, scroll nach ganz unten und gehe auf Xbox One, weil das hat Seitenverhältnis 1920x1080, das was auch die meisten PC-Spieler haben. Man könnte auch hier HD-TV nehmen, macht eigentlich kaum einen Unterschied. Ich habe hier oben übrigens bei der Setting Fit to Window eingestellt. Wenn ich die Physical Size mache, sehe ich ja gar nichts. Deswegen Fit to Window. Ich nehme jetzt nochmal dieses GUI. So, ich scale das ein bisschen größer. Ich hätte das gerne hier relativ mittig. So, ich nehme jetzt nochmal diesen Button, mache den Button ein bisschen größer, schieb den hier oben rechts an den Rand ran. Jetzt haben wir das GUI so, wie es ist. Ach komm, der Button kommt ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr hier rein. So, und was ihr jetzt macht, damit das auf allen Bildschirmen richtig aussieht, ihr geht oben auf View,
dann auf Toolbox und ich weiß, ich habe gesagt, man soll keine Sachen aus der Toolbox nehmen, aber hier muss das jetzt sein. So, ich vergrößere mal die Toolbox, hier oben auf diesen Einkaufswagen, auf den Marketplace, klicke auf Models, wähle dann Plugins aus. Hier gibt es einige Plugins, die sehr beliebt sind, aber passt bei Plugins auf. Plugins können euch alles im Studio kaputt machen, wenn das böse Plugins sind. So, ich gebe jetzt hier oben in Search ein, Auto Scale, drücke Enter, no results found. Mach die Leertaste zwischen Auto Scale weg, drücke Enter und jetzt haben wir es gefunden. Hier gibt es Auto Scale Light, Auto Scale Plus und Autoscale Nightly. Alles Plugins bei SackBytes. Ich nehme jetzt einfach mal die kostenlose Version Autoscale Lite, drücke auf Installieren. Das Plugin ist installiert. Das Plugin ist schon geöffnet. Wenn ihr es nicht geöffnet habt, geht ihr hier oben auf Plugins rauf und dann habt ihr irgendwo diese drei Icons hier. So, was ich jetzt mache, ich wähle einmal alle Sachen, die ich hier im GUI habe, aus. Ich wähle einfach komplett alles aus, drücke hier auf Position Scale und auf Size Scale. Unten ploppt auf, dass er das jetzt gemacht hat. Und dann wichtig, ihr müsst dann bei den Plugins noch hier oben auf dieses rote Icon raufklicken. Blub. Jetzt fügt er überall noch ein UI Aspect Ratio Constraint hinzu, was ein weiterer Trick ist, dass alle Größenverhältnisse auf jedem Bildschirm gleich behalten werden. So, das GUI wurde jetzt automatisch für euch richtig eingestellt, so wie es sein sollte. Ich wähle zum Beispiel das iPhone 4 aus und es ist in der Mitte. Ich wähle jetzt das iPhone XR aus, es ist in der Mitte. Xbox One, alles ist zu sehen, nichts ist verschoben, alles hat seine Größen, nichts ist gestretched. Perfekt, genauso soll es sein. Was wir jetzt natürlich noch in dem Shop brauchen, sind Buttons, über die man Sachen kaufen kann. Dafür gehe ich jetzt nochmal hier auf dieses Image-Label. Diesen Image-Button, den benenne ich mal um, indem ich ihn anklicke. Scroll ein bisschen runter zum Punkt Name und nenne ihn dann Exit-Button. So, der ist jetzt Exit-Button umbenannt worden. Drücke jetzt nochmal hier oben bei Image-Label aufs Plus. Gebe einen neuen Image-Button dazu. So, den Image-Button, den ziehen wir uns hier auch einfach mal rein. Und das wird jetzt einer unserer Game-Pässe, die wir verkaufen möchten in dem Shop. Um Game-Pässe zu verkaufen, müssen wir erstmal die Game-Pässe erstellen. Da habe ich natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Wir öffnen also Roblox.com und drücken dann bei dem Spiel hier unten auf Shop. Und dann seht ihr hier Pässe und dann können wir einen Pass hinzufügen, indem wir auf Pass hinzufügen klicken. Kommen dann hier in den Creation-Tab zu Create a Pass. Wählen dann erstmal das Bild aus für den Game Pass. Ich habe dafür natürlich auch Bilder hinzugefügt. Wir fügen einen Double Money Game Pass hinzu. Pass Name Double Money hat er direkt übernommen von der Datei. Doppeltes Geld und Dias. Dann drücken wir auf Preview und drücken auf Verify Upload. Und das machen wir jetzt mit allen Game Pässen, die wir anbieten wollen. Und jetzt habe ich hier schon mal 4 Game Pässe erstellt. Ich kann jetzt auf Double Money auf Konfigurieren gehen. Kann dann hier auf Angebot gehen und sagen Item in Angebot. Und sobald ich das ins Angebot stelle, kann ich erstens den Preis auswählen, für den der Game Pass verkauft wird. Man kriegt immer 70% von dem einen Namen, wenn er verkauft wird. Und dann können sich das die Leute kaufen. Ich lasse es erstmal nicht im Angebot, weil wir haben es ja noch nicht richtig hinzugefügt. Wir können jetzt aber einfach mal auf die Seiten der Game Pässe gehen, indem wir hier einfach raufklicken. So, ich habe die Game Pässe erstellt. Und hier oben in dem Link, da steht immer eine ID drin. Und das ist die ID von dem Game Pass. Die kopiere ich mir jetzt erstmal raus, drücke dann hier auf Schließen und nehme dann den Image-Button und bei Name gebe ich die ID ein. Ihr könnt die ID auch sonst wo speichern, wo auch immer ihr wollt. Ich habe es jetzt in dem Namen gemacht. Dann werden wir dann später raussuchen. Also die Bilder, die wir hochgeladen haben, die werden dann auch bald in dem Shop angezeigt. Wir können hier jetzt einen Placeholder reinpacken. Ich habe aber keinen Placeholder parat. Oder, komm, ich nehme einfach die ID von diesem X-Button dort, damit wir immerhin irgendwas haben. So, dann sehen wir auch ungefähr, so sieht der Game Pass dann hier aus. Wichtig ist, dass wir hier auch wieder Border Size Pixel auf 0 machen. Hier auch wieder Background Transparency auf 1 machen, damit der Hintergrund nicht zu sehen ist, dass es halt durchsichtig wird. Ich pack den Game Pass hier hin, drück dann auch auf Plus, füge ein Textlabel hinzu. Das Textlabel, das nehme ich auch, mach das ein bisschen kleiner, schieb das hier relativ mittig drunter. So, und auch das Textlabel bekommt erstmal die Background Transparency auf 1, die Border Size Pixel auf 0, damit man den Hintergrund nicht sehen muss. Dann gehen wir hier auf den Text, wir müssen den stylen. Ich wähle jetzt erstmal die Font Gotham Bold aus, weil das ist auch eine Font, die ich persönlich sehr oft für alle möglichen Designs nutze. Schön, dass Roblox die Font hier anbietet. Drücken bei Text dann einfach mal auf Text Scale und dann wird es automatisch auf die richtige Größe gepackt. Bei Text Color 3 nehme ich jetzt einfach mal ein sehr, sehr helles Gelb, beziehungsweise ein Weiß, das schon so ein kleines Stückchen in Richtung Gelb geht. Und damit man den ganzen Spaß auch sehen kann, drücken wir hier bei dem Text Label nochmal auf Plus und geben dann ein Stroke und dann kommt UI Stroke. Fügen die UI Stroke hinzu. Hier können wir auch Sachen auswählen, wie zum Beispiel Line Join Mode. Will ich auf rund haben? Perfekt. Thickness stellen wir ein bisschen hoch. Wichtig, bei der Thickness gibt es dann auch irgendwann wieder Probleme. Auf Telefonen wird die Thickness automatisch größer, weil das sind keine relativen Daten, das sind mal wieder absolute Daten. Das heißt, 1,7 Pixel ist auf einem PC viel weniger als 1,7 Pixel auf einem Smartphone. Wir haben übrigens dieses GUI immer noch nicht gescaled, deswegen, wenn ich jetzt zum Smartphone rüberwechsle, zum iPhone 4S, ha! Dann ist der Button auf einmal so riesengroß, der Text ist hier unten. So ist nun mal das Leben, ne? Wir können aber
solange wir das hier so sehen, können wir es hier ein bisschen größer sehen oder auch erstmal einstellen. So, die Stroke soll nicht transparent werden, aber wie wäre es denn mit dieser Größe? Damit kann ich leben. Und als Farbe nehme ich dann auch ein nicht komplettes Schwarz. Ich gehe ein bisschen höher oder auch ein bisschen in den roten Bereich rein. So, einfach damit wir nicht so extrem drauf sind mit den ganzen Farben. Was ich auch noch machen möchte, ich möchte hier bei diesem Button UI Corner hinzufügen. Ich klicke dann auf Corner. Bei den Corners sage ich Corner Radius 1,0. Und jetzt ist das Bild auf jeden Fall komplett rund. Wenn das Bild nicht rund wäre, wird es dadurch jetzt rund gemacht. So, dieses Textlabel kopiere ich jetzt nochmal, indem ich Steuerung D drücke. Dann wird es kopiert. Das obere benennen wir jetzt erstmal oben. Hier bei Name in zum Beispiel Preis. Und da können wir jetzt schon mal als Platzhalter irgendwas reinschreiben. Zum Beispiel bei Text können wir hier 1000 Robux reinschreiben. Einfach nur, damit wir sehen, wie das aussieht. Und bei dem unteren Label, dem gebe ich jetzt den Text Admin. So, und den Namen. Hier oben wähle ich dann wieder Name aus. Name. So, dann schiebe ich ein bisschen nach unten. Schiebe die vielleicht ein bisschen zusammen. GUIs machen ist halt ziemlich anstrengend in Roblox. Ich gehe jetzt wieder hier zurück auf ein HDTV 1080p. Damit ich das in dieser Größe sehe, die Stroke ist wirklich ziemlich dünn. Aber wir müssen halt mit dem leben, was wir haben. Wenn wir wollten, könnten wir, damit wir uns vom Hintergrund abheben, vielleicht noch einen Schatten hinzufügen und so. Das lassen wir jetzt aber erstmal Kaffee für die Zukunft sein. Das erste, was ich mache, ist, ich wähle diesen Button hier aus. Ich kann den ja verschieben, wo ich will. Der Text ist ja geparented. Ich schiebe den einfach hier hin, mache den vielleicht sogar ein bisschen kleiner und sehe, der Text ist jetzt wieder größer geworden. Das heißt, ich muss den Text auch wieder richtig hinschieben. Total anstrengend, aber man muss halt damit leben, so wie es ist. Drück jetzt Steuerung D, schieb den rüber, drück jetzt Steuerung D, schieb den runter, drück jetzt Steuerung D, schieb den hier hin. Jetzt haben wir unsere 4 Gamepässe erstellt. Die klauen sich alle ein bisschen Platz. Keine Ahnung, ich glaube, ich schiebe die ein bisschen weiter hoch und rüber. Den hier dann auch ein bisschen rüber hier. So, und wir wählen jetzt wieder diese ganzen Knöpfe aus, die wir hier haben. Drücken hier auf Position Scale, dann auf Size Scale. Dann gehen wir oben wieder auf Plugins. Drücken hier auf UI Add Constraint. Und weil es ein Text ist, gehen wir auch auf Scale Text. So, und jetzt lassen wir das erstmal durcharbeiten. Ihr seht, hier wurden jetzt Sachen hinzugefügt. UI Strokes. Die Texte wurden nicht bearbeitet, glaube ich. Genau, die Texte hat er nicht bearbeitet. Also müssen wir tatsächlich in die Buttons reingehen und die Texte nochmal auswählen und dann nochmal auf Text hinzufügen. Das hat er jetzt nicht automatisch gemacht. Wahrscheinlich, weil wir die Free-Version benutzen. Es gibt noch eine bezahlte Version, die macht noch mehr Sachen automatisiert. Da müssen wir weniger Zeug selber machen. Aber ich möchte euch erstmal zeigen, wie man das kostenlos macht. Wenn ihr dann mit eurem Shop die ersten Robux verdient habt, dann könnt ihr darüber nachdenken, euch die Paid-Version von diesem Plugin zu holen, weil das Plugin ist ja auch sehr nützlich. Im Moment, wenn man sieht, dass der ein bisschen nach unten muss. So, und wir gucken uns das jetzt nochmal an, und zwar, indem wir hier oben auf iPhone 4 klicken. Und es ist noch nicht gescaled. Geh nochmal zurück. Ich habe vergessen, die Texte, nachdem ich die Texte ausgewählt habe, ich vergessen, die Sachen auch mitzuscalen. Das heißt, wir wählen nochmal die Texte hier alle aus und drücken auch bei den Texten auf Scale, Position und Scale Size. Gehen jetzt wieder auf iPhone 4S. Und wir sehen, jetzt funktioniert es, jetzt werden die Sachen auch richtig angezeigt. Damit ist der erste Teil fertig. Im nächsten Teil müssen wir jetzt das Shop-System so programmieren, dass sich der Shop öffnen lässt. Und wenn man die Sachen anklickt, dass die Sachen auch gekauft werden. Und da das Video jetzt viel zu lange dauern würde, machen wir daraus einen zweiten Part. Der zweite Part kommt, wenn ich schaffe, hoffentlich nächste Woche. Dann seht ihr, wie wir den Shop erstmal nützlich machen. So lange haben wir den Shop jetzt hier erstmal so drin. Wenn ihr den Shop jetzt schon mal so weit gebaut habt und auf den nächsten Part warten wollt, dann könnt ihr dieses Screen GUI auswählen. Und hier oben Enabled ausmachen. Und dann kann das keiner mehr sehen. Dann ist das GUI weg. Ist erstmal unsichtbar für alle. Oder wenn ihr es gar nicht auf dem Bildschirm haben wollt, könnt ihr es auch in den Server Storage schieben. Dann sieht das auch niemand. Ich packe es jetzt erstmal hier rein. Wechsle wieder hierzu. Und wie ihr seht, haben wir jetzt einen Shop erstellt, der ein paar Buttons hat. Die lassen sich auch klicken. Aber wenn man klickt, passiert noch nichts. Das kommt erst im nächsten Part. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!